Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Video von mir, der Anne, der mich halt noch nicht kennt. Und ich werde dann heute den Pushkin ein bisschen springreiten. Und ich werde ihn jetzt holen. Na hallo, Süßer. So, ziehen wir dir mal das Halfter an. So, jetzt sollte es passen. So, na komm, wir binden dich mal wo an. So, ich habe ihn jetzt hier mal angebunden und falls ihr euch fragt, ich werde ihn jetzt gleich schon einmal Sattel und Trense anziehen. Ich habe ihn natürlich schon geputzt, weil sonst würde er natürlich nicht so sauber aussehen. Ja. So, ich habe jetzt hier den Sattel und jetzt werden wir ihm den anziehen. So, hab drauf mit dir. So, jetzt ist er schön oben und jetzt werde ich hier unten noch den Bauch kurz zumachen. So, natürlich brauchen wir auch eine Trense. So, nehmen wir dir erstmal dein hübsches Halfter ab. So. So, Pushkin. Oh, warte mal, mein Süßer, das hängt dir auf dem Auge. Fertig. So ist es perfekt. Jetzt steige ich mal auf. 1, 2, 3. So, meine Lieben, wir werden jetzt natürlich auch gleich losreiten. Na komm. So, wir sind jetzt hier gerade sozusagen auf unserem Platz und ja. Hier stehen jetzt noch so ein paar Tonnen und die werden wir dann auch brauchen. Und hier sind noch ein paar Stangen und ein Sprung und den werden wir dann auch gleich aufbauen, wenn wir uns aufgewärmt haben eben. Na komm, nicht einschlafen, Süßer. Na komm weiter, nicht stolpern. Komm weiter, schön flüssiger Schritt. Kommt hier ab. Na komm, weiter. Wuppala, nicht angaloppieren, langsam. Feiner, so ist gut. Na komm, weiter schön traben. Brrrt. So ist gut. Feiner Pushkin. So Leute, es ist echt mega blöd, weil es hat jetzt gerade das Regnen angefangen. Hier seht ihr vielleicht auch ein paar Tropfen, die über Pushkin gerade runtertropfen. Und wir müssen uns echt beeilen, weil es die Wolken ziehen auch ganz schön auf. Bleibt doch mal stehen. Und ja, deswegen machen wir mal weiter. Fein. Gut so, Pushkin. Komm, genau. Feine, gut so. Ein Glück, es hat jetzt gerade ein bisschen aufgehört, es nieselt nur noch ein bisschen. Komm weiter. Ja, Beine, gut so. Brrrt, fein. So. Meine Freundin wird jetzt hier gleich ein paar Sprünge aufbauen und ja. So, sie hat uns jetzt hier gleich so ein Parcours aufgebaut. Also hier sind 2 Tonnen, da muss man durchreiten. Dann geht sie über eine Stange und über hier den kleinen Sprung. Ja, komm. Fein, gut. Okay. Gut. Na komm, gleich nochmal. Tipp. Oh Mann, naja, das machen wir gleich nochmal. Pushkin. Na komm. Tipp. Guter Junge. Fein. So, also meine Freundin hat uns jetzt gerade nochmal einen etwas anderen
Parcours aufgebaut und ja, den will ich euch jetzt gleich nochmal zeigen. Der Parcours besteht aus zwei Sprüngen, einmal den hier und einmal diesem hier mit zwei Stangen. Na komm, jetzt nicht schlapp machen. Gut gemacht. Komm schon, den schaffen wir auch noch. Komm. Fein, gut gemacht. Und nochmal andersrum. Komm. Oh Mann, weiter. Klapp. Gut gemacht. Fein. Komm, wir versuchen es mal andersrum. Fein. Gut. Und hopp. Super. Ja, ich bin echt zufrieden mit dem Hübschen. Ich werde jetzt noch abreiten. Das werde ich zwar nicht mehr filmen. Und ja, dann werde ich ihn noch fertig machen. Und dann war es das auch schon mit dem Video. Und ja, wir treffen uns dann wieder am Putzplatz. Bis gleich. Super, mein Junge. So, ich stecke jetzt hier gleich ab. So. Fein gemacht. Und du bist ja ganz nass. Ich bin auch ein wenig nass. Ja, ihr seht jetzt hier, er ist wirklich ein wenig nass. Und der Sattel auch. Ja, weil ich bin leicht getrabt und dann ist es da immer in dem Moment. Hat es halt runtergetropft und ja, ich werde ihm jetzt seine Sachen halt alles ausziehen. Und ja. So, weg mit der Trense. So, ich habe die jetzt aufgemacht. Ich hoffe, dass er jetzt mal da stehen bleibt. Ich tue es mal hier mit hin. So. Dann hole ich mir hier mal das Halfter. Ja. So, dann komm mal her. Ich muss es dir noch anziehen. So, das habe ich ihm auch wieder angezogen. Jetzt können wir den Bauchgurt öffnen und auch noch den Sattel runternehmen. So, der kommt natürlich auch wieder woanders hin. Und ja, fein gemacht. So, das war's dann auch mit dem Video. Und wenn ihr Lust habt, dass ich mal andere Pferde außer den süßen Pushkin reite, oder ihr mehr von mir sehen wollt, dann gebt dem Video doch gern einen Daumen nach oben. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.